erzählen uns Start-Upper, Global Player und Digitalexperten aus ihrem Business-Alltag. Herzlich willkommen zu Let's Explore. Ich bin Lara und neben mir sitzt heute Thomas Henning. Thomas Henning ist Lehrbeauftragter an der Hochschule Harz, einer Hochschule mit Fokus auf Startups, Digitalisierung und Kundenbedürfnisse. Aber Thomas ist nicht nur Lehrbeauftragter, sondern hat auch als Unternehmer bereits 20 Jahre Erfahrung im Bereich Telemetrie gesammelt. Thomas, vielen lieben Dank, dass du hier in Berlin heute bist. Ja, schön hier zu sein. Ja, Telemetrie, so wie wir es heute sehen, so wie ich es erlebt habe im Markt, geht ja sehr stark auf das Thema Kfz heute. Also das, was in Zukunft Connected Car, autonomes Fahren ist, erleben wir heute ja auch schon, dass Versicherer anfangen, sich mit Telemetriedaten aus Kfz auseinanderzusetzen und darauf heute erste Risikomodelle bringen, um neue Kfz-Tarife am Markt zu platzieren. Das haben wir in der Vergangenheit im Unternehmen, in dem ich tätig war, auch in Deutschland sehr erfolgreich gemacht, haben dabei allerdings immer wieder festgestellt, dass wir ja, als Softwareunternehmen, als Telemetrieunternehmen natürlich immer sehr technisch denken dabei und haben solche Produkte zusammen mit Versicherern in den Markt gebracht, haben versucht mit Maklern dort auch den Vertrieb zu organisieren, mussten aber feststellen, dass es auch nur so semi-erfolgreich war. Und daraus ist eigentlich auch so die Erkenntnis entstanden, zu sagen, Digitalisierung hat eigentlich ein zweites Pendant, das ist das Kundenbedürfnis. Also Digitalisierung, ja sehr technisch, aber das Kundenbedürfnis da draußen nach digitalen Produkten ist vielleicht anders, als wir uns das als Techniker vorstellen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, sich darauf einzulassen, auch selber darauf einzulassen, meinetwegen als derjenige, der das vertreiben soll. Ein Stück weit reinzutauchen, es zu verstehen, vielleicht auch selber auszuprobieren, das ist auch so ein Lessons learned. Wenn ich als Versicherer solche Produkte entwickle, sollte ich vielleicht auch meinen Vertrieb einbeziehen. Ich sollte aber auch den Kunden einbeziehen, weil die Vorbehalte, die ich dort finde, die werde ich, wenn ich hinterher im Verkaufsprozess bin, auch jederzeit finden. Wie gesagt, die Datenschutzhürde ist eine hohe. Ich denke mittlerweile, da kommt man aber drüber. Aber die erste Hürde, die entsteht, ist, glaube ich, im Vertriebsprozess, so ein Produkt zusätzlich zu nehmen, was sehr erklärungsbedürftig ist. Ja, also das ist in jedem Fall so. Also meine Empfehlung an der Ecke wäre eigentlich relativ simpel. Das, was ich verkaufen will, muss ich selber verstehen. Ich glaube aber, wichtig ist, aus Maklersicht, als Vertriebssicht, die Dinge selber zu nutzen, zu verstehen und sie authentisch auch einem Kunden rüberbringen zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich sollte mich auch sehr auseinandersetzen mit den Dingen, die Kunden vielleicht auch als Vorbehalt gegen solche Sachen haben können. Denn es ist, das sind ganz wichtige Diskussionen, die ich führe. Das Thema Datenschutz und Umgang mit Daten, das steht da ganz oben. Und das ist, glaube ich, heute die Haupthürde. Müsste aber aus meiner Sicht gar keine sein, weil gerade die Versicherungswirtschaft dort ja sehr viel Vertrauen auch genießt. Aber witzigerweise an diesem Punkt plötzlich die Frage doch hochkommt. Und ich glaube, da kann man sehr gut gegenhalten, indem man dort auch auf sich auf das Thema einlässt und das nicht als unangenehm empfindet, so wie heute vielleicht, sondern auch vielleicht durch Schulungsmaßnahmen oder durch eigene Informationen, die man sich dazu packt, viel sicherer mit dem Thema wird und das nicht als unangenehm empfindet. YouTube wird ja sehr stark genutzt. Vielleicht kann die Maklerschaft YouTube ja auch mal nutzen. Also Telematik erklärt es einem 5-jährigen Videos, gibt es zuhauf dort, um einmal auch mal zu verstehen, wie es funktioniert. Ich denke aber generell, das ist vielleicht eine gute Idee, beim letzten Mal so die Komplexität von Versicherungsbedingungen, dort eher so auf sehr einfache Informationen zu gehen, sehr einfache Informationsblätter zu gehen oder aber vielleicht, wenn ich solche komplexeren technischen Produkte einführen will, vielleicht eher auch als Versicherer, auch als Unterstützung für meinen Vertrieb, tatsächlich mit Erklärvideos zu arbeiten, die ich sowohl in Richtung Vertrieb, aber auch in Richtung Kunden nutzen kann. Das Leben wird komplexer an der Ecke werden, davon bin ich überzeugt. Telemetrie und eben nicht nur im Autobereich, sondern so wie wir es gesagt haben, in allen anderen Bereichen. Und da sind ja wirklich alle Bereiche. Ne? Das Smart Home hattest du genannt, aber Connected Life, also mein Fitnessarmband an der Ecke, das bringt ja noch ganz andere Möglichkeiten. Und ich glaube, die Möglichkeiten, die wir dort haben, werden genutzt werden. Das steht für mich eigentlich fest.
Das ist anders als bei Amazon und Google, würde ich jetzt mal so ganz ketzerisch sagen. Versicherer haben alle Produkte, die sie abgeklärt haben, im Bereich Datenschutz mit den Landesdatenschutzbeauftragten abgeklärt. Das ist zwar ein komplexes Thema, aber auch das kann man einfach rüberbringen. Und ich glaube, dort genießen Versicherer auch ein großes Vertrauen. Andersrum wird ein Schuh draus, indem man sagt, die Produkte, die ich auf Basis von digitalen Daten baue, die müssen auch irgendeinen Mehrwert für den Kunden haben. Da sind wir nämlich genau bei dem Thema Kundenbedürfnis. Ne? Nicht alles das, was technisch geht, baue ich an einem Produkt, sondern das Produkt baue ich ja für einen Kunden. Und da ist ja die Frage, welchen Mehrwert bringt das Produkt dem Kunden? Und da ist für mich die Interaktion ganz wichtig. Das gilt auch insbesondere für die Produktentwickler in den Versicherungshäusern, vielmehr auch mit Kunden zu interagieren und vielleicht auch mal mit Experimenten kleine Produkte erstmal auszuprobieren und das vielleicht mit 1, 2, 3 Maklern auch mal auszuprobieren. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass da draußen genügend Makler gibt, so die sogenannten Early Adaptern, die auch mal Lust haben, was Neues mit auszuprobieren und vielleicht mit Kunden zusammen auch mal Produkte zu kreieren. Das spricht dagegen und beste Produkte werde ich dann auch nie entwickelt bekommen. Vielen lieben Dank für den Input und euch, liebe Explorer, natürlich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald zum nächsten Video und schaltet wieder ein.